okay. Unter Umständen könntest du mir meinen Reifen persönlich aufblasen, wenn du nett bittest. Ich finde, wir sollten das versuchen. Hey! Hast du sie nicht mehr alle kleiner? Hör auf, er hat es sicher nicht so gemeint. Ich bekomme $1 von dir. Okay, Kleine. Großvater, Thunder ist zurückgekommen. Ich hatte heute Nacht einen Traum und nun ist mein Herz glücklich, weil ich nun endlich den Enkel des tanzenden Raben wiedersehe. Ich bin gekommen, um Sheila zu holen. Auch das habe ich im Traum gesehen. Und auch darüber ist mein Herz glücklich. Sie wird ja immer eine gute Frau sein. Was war denn das? Die Weißen haben beschlossen, auf dem Hügel des Raben ein Observatorium zu bauen. Und wieder, so wie früher, fangen sie an, unser Land zu zerstören. Aber das dürfen Sie nicht. Es gibt einen Vertrag. Der Hügel ist Eigentum unseres Stammes. Der Vertrag wurde vor über 100 Jahren von deinem Großvater unterzeichnet. Ich habe versucht, die Weißen aufzuhalten, aber... Haben die das getan? Ja. Aber mehr als meinen Körper haben sie meine Seele verletzt, diese dreckigen Hunde. Seid ihr endlich soweit? Okay. Wir machen mal eine Pause, Jungs. Machen wir ein Spielchen, Thomas? Ich muss erst noch was essen. Oh, hey. Wenn du deinen Schwanz behalten willst, lass es. Bist du besoffen, Kleiner, oder was soll das? Das hier ist ein Indianerfriedhof. Das ist ja toll. Soll ich dir was sagen? Das ist ein Grund mehr, um drauf zu pinkeln. Du Mistsau, ich schlag dir den Schädel ein. Denkst du, ich lass mich von einer dreckigen Rothaut schlagen? Hey, was ist denn da los? Der Kerl verrückt geworden? Hey, Thomas, was war denn hier los? Irgend so ein dreckiger Halbindianer hat mich überfallen. Wo ist der Kerl? Los, helft mir mal! Die verdammte Ratte ist abgehauen. Da, in die Richtung ist er gelaufen. Ja, es war ein Indianer. Wenn ich den Kerl erwische, schlage ich ihn tot. Aber ich wette, dass er sich hier nie wieder blicken lässt. Susan? Ja, hier, Sheriff Cook. Gib mir bitte mal Dr. Robin. Hank, hier Bill. Hank, ich habe da eine unheimlich scharfe Braut aufgerissen, habe 2 Nächte nicht geschlafen, du verstehst. Kannst du dich um mich kümmern? Ah, wunderbar, bist ein echter Kumpel. Ich versuche pünktlich zu sein, okay, mach's gut. Was gibt's denn, Frank? Da sitzt ein Indianer auf dem Fußboden, mitten in deinem Büro. Er sagt, dass er nicht geht, bevor er mit dir gesprochen hat. Gib ihm einen Tritt in den Arsch und schmeiß ihn raus. Er sagt, es wäre was äußerst Wichtiges. Es betrifft den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Na sowas. Sieh mal, wen wir da haben. Kennst du ihn? Ja. Ich habe ihn nicht vergessen. Los, steh auf, Mann. Du sollst aufstehen! Okay. Wer ist das und was will er hier? Keine Ahnung. Bertha, hi. Ich bin Sheriff Cook. Du hast also ein Problem mit mir zu besprechen, Junge, ja? Ja. Auf unserem Hügel darf nicht gebaut werden. Und warum nicht? Weil er Indianergebiet ist. Und dieser Vertrag beweist das. Die Arbeiten, die man da unten vornehmen will, sind illegal und stören die Götter. Die Männer, die dort arbeiten, zerstören den heiligen Friedhof. Seit Urzeiten werden dort die Häuptlinge meines Stammes begraben. Hör mal, ich habe Zahnschmerzen. Und ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich weiß nichts von Verträgen mit Indianern. Warum sprichst du nicht mit den Leuten von der Bank darüber? Die hören dir bestimmt zu. Die finanzieren nämlich das Observatorium, weißt du? Wie auch immer, ich will keinen Ärger mit dir haben. Ich meine, wir leben hier in einer ruhigen Stadt. Und ich will, dass sie ruhig bleibt. Höre ich noch einmal was von diesem dämlichen Vertrag, hau ich dir was hinter die Ohren. Ich hoffe, das war deutlich. Ich habe verstanden. Werd mich sofort darum kümmern. Ja, beruhigen Sie sich, Mr. Henderson. Alles klar. Er dreht gerade seine Runde. Wagen 18. Harry, bist du das? Wo steckst du gerade? In der Nähe vom Holiday Inn. Ich habe eben mit Henderson von der Bank gesprochen. Das verdammte rote Arschloch geht denen auf die Nerven. Schnapp ihn dir und schmeiß ihn aus der Stadt. Ich will ihn hier nicht mehr sehen. Habe ich mich klar ausgedrückt? Alles klar, ist mir ein Vergnügen. Los, steh auf! Ich rede mit dir. Steh auf! Ich will erst mit dem Direktor der Bank sprechen. Ich sag's dir zum letzten Mal, Rothaut. Mach, dass du hochkommst! Umdrehen und Hände auf den Rücken. Vorwärts! So. Es wird ja auch Zeit, dass Sie uns das Gesinde vom Hals schaffen. Ja, ja. Also, damit wir klar sind. Du lässt dich hier nie wieder blicken. Du weißt Bescheid? Ich werde verrückt. Hey, Thomas. Hast du Lust, dich mit einer Rothaut zu unterhalten? Fahr mal zurück. Ist der besoffen oder was ist mit dem los? Der wird sich wundern, wenn er weiterläuft. Ja. Lauf nur, Rothaut. So haben wir früher eure Büffel gejagt. Es dauert nicht mehr lange, dann habe ich dir eine hübsche Krawatte umgelegt. Du musst schneller laufen. Wir sind noch lange nicht mit dir fertig. Na los, lauf! Ich sehe schon seine Lunge raushängen. Gleich habe ich ihn. Das heißt, ich beschissen, wenn einem keiner helfen kann. Keiner weiß. Lauf! Die ewigen Jagdgründe warten auf dich. Also mach, dass du hinkommst. Bist du müde? Keine Angst, wir ziehen dich ein bisschen. Du kannst dich ausholen. Keiner, das macht doch Spaß, oder? Wie schmeckt denn das Büffelgras? Das fresst ihr Rot heute doch gerne. Ja. Halt an, Bob. Ich möchte nicht an seiner Stelle sein. Ich auch nicht. Hier, damit du dein eigenes Geschrei nicht hörst. Los, mach weiter, Thomas. Lass aber was übrig. Ich will auch noch ein bisschen Spaß haben. Nee, das reicht, das reicht. Hört auf! Wollt ihr ihn umbringen? Ist ja gut, wir sind ja schon fertig. Das siehst du? So kann's einem gehen im Leben, Kleiner. Okay, okay, er wird uns nicht so schnell vergessen. Los, kommt, auf mit euch. Okay, Bill, ich mach meine Runde fertig und komm dann. Nein, überhaupt nichts, okay? Ende. Hey, Barry, ist das nicht der Indianer? Oh, ich werde verrückt, tatsächlich. Er scheint es also nicht kapiert zu haben. Frank, hier Barry. Komm sofort zur Ecke 24 und 3. Ich hab was für dich. Ende. Was hast du denn vor? Das wirst du gleich sehen. Na los, fahr schon, worauf wartest du? Du bist anscheinend schwerhörig, Kleiner. Tja, ich glaube, ich hatte dir gesagt, die Stadt nicht mehr zu betreten. Die Arbeiter haben mich überfallen. Sie haben mich zusammengeschlagen, diese verdammten Schweine. So, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Hör mal, wie war das eigentlich mit dem Mädchen an der Tankstelle neulich? Die ist nichts für dich, weil du zu sehr stinkst, mein Junge. Einer wie ich muss ihr das geben, was sie braucht. Sie mag Männer wie mich. Barry, hör auf. Du weißt genau, dass der Sheriff keine Probleme hier haben will. Ja, keine Sorge. Ich will hier nur ein für alle Mal was klarstellen. Hände an die Wand. Was wollen Sie? Ich habe nichts getan. Vorwärts. Habt ihr das Arschloch gehört, ja? Er hat nichts getan. Natürlich nicht. Los, Hände an die Wand. Nehmen Sie Ihre Pfoten weg. Hände an die Wand, habe ich gesagt. Du sitzt verdammt in der Scheiße, Freundchen. Du leistest nicht den Anordnungen eines Beamten Folge und ich muss annehmen, du willst dich der Festnahme widersetzen. Und sowas können wir hier bei uns wirklich nicht leiden. Los, vorwärts, beweg dich! Los, mach schon! Beine auseinander, weiter! Vielleicht sollten wir besser den Sheriff rufen. Nein, nein, ich mach das schon, Peter. Es ist besser, wenn ich mich um die Sache kümmere. Okay, du Penner, hast du auch einen Namen oder hat die Nutte, die du Mutter nennst, zu viel Kunden gehabt? Los, gib mal her, Frank. Hey, komm, hör auf, ich würde vorschlagen, dass wir ihn zum Sheriff bringen. Das Mistschwein braucht eine kleine Lektion. Und du setzt dich in den Wagen. Könnte ja sein, dass ein Funkspruch durchkommt. Los, beweg dich! Los, rüber mit ihm. Hast die Hosen wohl voll, Kleiner. Wir sind ganz freundliche Jungs. Wir unterhalten uns nur mit dir. Wir haben nur eine spezielle Art der Unterhaltung. Wenn es dir keinen Spaß mehr macht, brauchst du nur Bescheid sagen. Na, was sagst du zu meinem kleinen schwarzen Freund hier? Gefällt er dir? Das nächste Mal mache ich dich so fertig, dass du nicht mehr weißt, wie du heißt. Hey, bleib oben. Hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Drecksaus, den Kopf oben. Jetzt kommt der vergnügliche Teil. Die Schwulen werden völlig verrückt nach dir sein, wenn wir damit fertig sind. Schnappt euch das verdammte Schwein! Wagen. Dieser verdammte dreckige Indianer ist wieder in der Stadt. Er war im Lager von Jim Hunter. Er ist möglicherweise bewaffnet. Er ist irgendwo im Westteil der Stadt. Hier 22, wir haben ihn gesehen. Ferguson Avenue. Vielleicht ist es besser, wenn ich dich ins Krankenhaus bringe. Ach, hör auf. Ich möchte dabei sein, wenn sie ihn erwischen. Glaubst du, dass ich mir den Spaß entgehen lasse? Oh nein, das Schwein wird dafür bezahlen. Kreuzung der Main Street sperren. Aus der Stadt raus, auf der A46. An alle Streifenwagen, an alle Streifenwagen. Der Mann verlässt auf der A46 die Stadt. A46. Bleib ganz ruhig, Frank. Helft mir doch! Helft mir doch! Komm her, Joe! Helft mir doch! Los, komm schon! Wir müssen ihn rausziehen. Oh Gott! Vorsichtig! Oh Gott! Vorsichtig! Ich halte es nicht aus! Wir müssen erstmal das Blut stoppen. Hol den Verbandskasten. Du mach schon! Okay. Ich spüre meine Beine nicht. Du darfst dich nicht bewegen. Gleich ist der Krankenwagen hier. Verdammt! Ich halte diese Schmerzen nicht aus! Frank, versuch dich zusammenzureißen. Sie sind gleich hier. Du schaffst es, Frank. Ganz ruhig, Frank. Ganz ruhig. Jede Sekunde ist der Wagen da. Ganz ruhig. Sagen Sie mal, was ist denn hier passiert? Wir haben jemanden verfolgt. Ja, und? Haben Sie ihn erwischt? Wenn wir ihn erwischt hätten, wäre ich nicht hier. Und jetzt lassen Sie mich zufrieden. Ich bin Brian Sherman. Ich arbeite fürs Fernsehen. Ich könnte doch eine Reportage darüber machen. Sam, hier ist Sheriff Cook. Ihr müsst sofort ein paar Leute rausschicken. Wir suchen einen blauen Pickup Celeste. Er müsste im Augenblick östlich auf der A46 sein. Ende. Dieses verdammte Mistschwein. Hast du gesehen, was er mit Frank gemacht hat? Hast du gesehen, wie er ihn zugerichtet hat? Und wie er mit mir und den anderen umgesprungen ist? Wir werden ihn schon kriegen, Barry. Wir hätten ihn aufhängen sollen, als wir ihn hatten. Ich hab dir gesagt, wir schnappen ihn uns. Und jetzt schreien wir hier nicht die Ohren voll, verstanden? Ach, scheiße! Was ist hier passiert, Sheriff? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Sherman. Brian Sherman, Reporter. Also Reporter, ja. Okay, ich will Ihnen was sagen. Sie verdrücken sich sofort. Haben Sie mich verstanden? Ob Sie mich verstanden haben? Oh ja, klar und deutlich, Sheriff. Na los doch! Worauf wartet ihr? Zieht die Karre hoch! Ihr macht schon! bin genau über ihm. Er ist jetzt auf der Old Mine Piste in Richtung Süden. Er fährt auf Devil's Pike zu. Sie sehen gar nicht aus den Augen. Ich muss zurück, Bill. Ich habe nicht genug Treibstoff. Also gut, es geht darauf. Wir wollen die Sache hinter uns bringen. Wenn wir den Mistkerl kriegen, dann musst du ihn mir überlassen, okay? Du musst lernen, etwas ruhiger zu werden, Barry, klar? Hast du vergessen, was er mit meinem Bruder gemacht hat? Gehen wir. Wir teilen uns hier. Du gehst mit Peter. Ihr nehmt euch diesen Grat vor. Los, beeilt euch. Ich habe Zahnschmerzen zum Verrücktwerden. Alles wegen diesem Arschloch. Du denkst beim Zahnarzt sein. Okay, wir gehen hier lang. Hardy arbeitet eine neue Kellnerin. Rote Haare und Titten wie ein Elefantenarsch. Wie wär's denn, wenn du mir mal hier helfen würdest, statt mir was von Titten zu erzählen? Ah, okay, okay. Hey, Sheriff, was gibt's denn? Ist hier vor ein paar Minuten ein Indianer vorbeigekommen. Ein Indianer? Ja. Hey, Jungs, habt ihr hier einen Indianer gesehen? Also, habt ihr ihn gesehen? Nein, aber wenn ihr Hilfe brauchen könnt, sind wir gern dabei. Wir kennen uns in der Gegend ziemlich gut aus und wir gehen gern auf die Jagd. Okay, Jungs, ich glaube, dagegen ist nichts einzuwenden. Ich will, dass wir den Dreckskerl kriegen. Wenn ihr uns dabei helft, in Ordnung. Eins muss aber klar sein, dem Mann wird kein Haar gekrümmt. Er wird verhaftet, sonst nichts. Logisch, alles klar. Es geht los. Hey, Moment, wir kommen mit. Irgendwann muss er doch mal Luft holen. Hey, Sheriff, ich kann Ihnen zeigen, wie man da ziemlich schnell runterkommt. Und wenn Sie erlauben, holen wir ihn raus. Okay, aber vorsichtig. Und wie gesagt, ich würde ihn gern lebend haben. Alles klar, Sheriff. Können Sie haben. Was meinst du, Jock? Also los, vorwärts. Wie ist das nur möglich? Er ist nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht ertrunken? Oder ich habe ihn erwischt. Aber so einen schnellen Tod habe ich ihn eigentlich nicht gegönnt. Muss er rausgekommen sein. Oh, er hat sich in einen Fisch verwandelt. Fisch oder nicht Fisch, das ist mir scheißegal. Der landet heute Abend trotzdem in der Pfanne. Scheiße, es geht nicht. Ich würde die anderen treffen. Ja, warte, ja. Verdammt, er ist abgehauen. Er kommt nicht weit. Er ist verletzt. Hoi, hier ist Sheriff Cook. Es kommt ein Hubschrauber. Gibt's irgendwas Neues? Okay, Ende. Ah, du machst dein Gesicht, als hätte dir ein Pferd auf den Kopf geschissen, Peter. Es kommt ein Hubschrauber her. Okay, hör zu. Du, George, wirst anfangen, die linke Seite abzusuchen. Peter, du bleibst hier, aber hältst alles von oben im Auge. Randolph, du bleibst mit uns im Funkkontakt, okay? Okay. Und wie ich vorhin gesagt habe, es wäre mir lieber, wir erwischen ihn lebend. Aber wenn er tot ist, soll es mir auch recht sein. Ich werde mich dann mal ein bisschen hinlegen. Ja. Hey, Jim! Häng dich ans Funkgerät und ruf den Sheriff! Das hier scheint keine langweilige Stadt zu sein. Heute Vormittag habe ich ein paar zu Schrott gefahrene Polizeiwagen gesehen und jetzt das hier. Thunder. Wer ist Thunder? Thunder ist der Sohn des Sohnes des großen tanzenden Raben. Großer tanzender Raben? Hey, Moment mal. Was redet der Alte? Wer ist der große tanzende Rabe? Und was ist mit diesem Hügel? Ich kriege $15. Oh, verdammt, seht euch diese Scheiße hier an. Hier kann nicht weit sein. Hier ist niemand. Sucht das ganze Camp ab. Ihr geht darüber und ihr auf die andere Seite. Und haltet die Augen offen. Drake, zu der Baracke. Wo ist das verdammte Schwein? Nein, ich komme nicht zurück. Ich habe hier vielleicht eine sehr interessante Geschichte ausgegraben. Ich will mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja. Okay, ich muss aufhören. Mach's gut. Hey, Mister, warten Sie. Ich weiß zwar nicht, wo Sie hinwollen, aber ich möchte Ihnen etwas Gesellschaft leisten. Hören Sie, ich möchte Sie bitten, mir noch etwas zu erzählen. Wir können ja meinen Wagen nehmen, dann sind wir schneller da. Okay? Sehen Sie, ich bin Reporter. Ich könnte Ihnen vielleicht helfen. Also, wenn Sie irgendwelche Probleme haben, Behörden oder so, ich kenne mich mit sowas aus. Ein Weißer kratzt keinem Weißen die Augen aus. Hören Sie, mein Vater ist einen Monat vor meiner Geburt gestorben. Meine Mutter hat mir nie viel von ihm erzählt. Aber irgendjemand hat mir mal gesagt, dass er Halb-Indianer war. Wirst du ihnen die Wahrheit sagen? Die Wahrheit zu sagen, ist mein Beruf. Nur muss ich die Wahrheit erst erfahren. Verstehen Sie? Also, was ist hier los? Barry, komm mal schnell her! Wie kann der nur mit zwei solchen Kerlen fertig werden? Verstehst du das? Er wird mich noch um den Verstand bringen, wenn ich ihn nicht bald erwische. Wir lassen uns von dem an der Nase rumführen wie dumme Jungs. Er wird einen sehr langsamen Tod sterben, wenn ich ihn kriege. Also los jetzt, vorwärts! So, kommt jetzt! Erst einmal muss die Sache an die Öffentlichkeit gebracht werden. Das wird es ihnen schwerer machen, Thunder umzubringen. Und sie werden es gnadenlos tun, wenn sie niemand daran hindern. Du kennst Thunder nicht. Das Blut seines Großvaters fließt in seinen Adern. Sein Großvater war ein großer Kriegshäuptling. Wenn wir da vorn sind, gehen wir zu Fuß weiter. Die Geräusche des Autos würden uns sonst verraten. Wir sind da. Du wartest hier. Ich gehe hinunter. Thunder wird dort sein. Das ist das, was Sie Ihren Friedhof nennen. Die ganze Aufregung wegen diesem Plunder hier? Hey Jungs, ich weiß jetzt, wie wir den Kerl kriegen können. Sollten wir nicht besser auf den Sheriff warten? Er müsste jeden Moment hier sein. Ist doch nur ein Indianer. Und der Sheriff hat gesagt, lebend oder tot. Es wäre besser für dich, wenn du rauskommen würdest, bevor du verschmorst. Los, komm raus! Verdammt, komm raus! Er ist tot. Was ist das für ein Kerl? Sein Name war Tanzender Rabe. Und wer zum Teufel sind Sie? Ich würde nicht auf einen Unbewaffneten zielen. Ich bin Fernsehreporter. Ich komme von der KPHO. Haben Sie das aufgenommen? Geben Sie mir das Band. Sie geben mir sofort das Band oder Sie bekommen Ärger. Wird's bald. Verschwinden Sie! Ich habe den Eindruck, Sie haben etwas zu verbergen. Ist es so? Hören Sie, Sie Klugscheißer, die ganze Gegend hier ist Sperrgebiet. Sie haben 30 Sekunden zum Verschwinden. Dann werde ich ungemütlich. Eins würde ich noch sagen. Leute wie Sie sind hier nicht erwünscht. Wir haben das, was wir mit diesen Dreckskerlen zu erledigen haben, immer allein erledigt, auf unsere Weise. Das wird diesmal nicht funktionieren. Sie kommen damit nicht durch. Und dieser Mann ist kein gewöhnlicher Indianer. Dieser Mann ist ein Navajo. Die Navajos waren immer bekannt für ihre Tapferkeit. Und hier ist er ihnen sowieso überlegen. Sie hatten bisher nur Glück. Das ist alles. Dieser Mann kämpft für etwas, das sie nicht einmal verstehen. Halten Sie die Fresse und verschwinden Sie! Der Sheriff ist gerade gekommen. Sie handeln sich nur Ärger ein. An Ihrer Stelle würde ich verschwinden. Nein, ich werde nicht verschwinden. Ich hoffe, der Sheriff ist vernünftiger als dieser Verrückte. Los, komm raus. Ich weiß genau, dass du hier irgendwo bist. Ich dachte bisher, Indianer werden nicht feige, aber du bist es. Komm endlich raus! Ich werde dir jetzt was erzählen. Also hör mir kurz zu. Ich habe eure verlausten Gräber zerstört. Es gibt keinen Friedhof mehr. Hast du gehört? Und keine Götter sind vom Himmel herabgestiegen und haben mich gehindert. Warum kommst du nicht raus? Feiges Indianerschwein. Tja. Peter! Peter! Ich bin hier! Hilf mir, Peter! Oh, verdammt! Hank? Gott sei Dank, wurde auch Zeit. Ich habe schon dreimal versucht, dich zu erreichen. Was sagst du? Natürlich bin ich noch im Urlaub. Nein, nein, die Forellen beißen nicht, aber dafür habe ich vermutlich eine unglaubliche Geschichte an der Angel. Ja, das ist eine Bombe. Sag mal, Hank, hörst du mir eigentlich zu? Verdammt, wach auf. Schnapp dir einen Notizblock und schreib mit. Hank, ich mach keine Witze. Es ist eine ernste Sache. So, hast du was zu schreiben? Gut. Und unterbrich mich bitte nicht. Es geht los. Page, Arizona, 26. März. Ein Bericht von Brian Sherman. Ein Indianer vom Stamme der Navajo hat heute Morgen das Kriegsbeil ausgegraben. Sheriff! Ich bin hier! Kommen Sie, schnell! Oh. Ach, du große Scheiße. Rufe Sam, aber beeil dich. Hallo, ich rufe die Zentrale. Hey, ganz ruhig, Barry. Es kann nichts mehr passieren, okay? Wir bringen dich hier weg, keine Sorge. Sam, hier ist Bill Cook. Entschuldige, wenn ich deinen Büroschlaf störe, aber es lässt sich nicht vermeiden. Der verrückte Indianer hat beschlossen, den Vereinigten Staaten den Krieg zu erklären. Er hat 3 meiner Männer verletzt. Und 3 Bauarbeiter skalpiert. Also, wir müssen den Burschen kriegen. Wir brauchen hier oben Hunde und so viele Männer, wie du auftreiben kannst. Wir sind jetzt auf dem Hügel des Raben. Ach ja, und versuch, Cody zu erwischen. Vielleicht kann er uns noch ein paar Hubschrauber raufschicken. Schnell. Barry. Hey, Barry. Sie sind gleich da. Du hast selbst gehört, sie schicken Hubschrauber. Und die verdammten Indianer ballern wir ein paar Grüße von dir mit rein. Mach doch schnell. Ach so, ja, und der Name des Sheriffs ist Cook. Ja, Cook. Okay. Nein, das wäre für den Augenblick alles. Ja, groß aufmachen. Du kannst ja noch was einfallen lassen. Und zwar schnell. Hört zu. Dieser Indianer, der muss als Held herausgestellt werden. Okay, ich rufe dich sofort wieder an, wenn ich was Neues habe. Klar? Mach's gut. Noch ein. Und hier ist wieder euer Nachtfalke, der aus einem kleinen versteckten Nest sendet. Wir haben jetzt 2:35 Uhr und ich habe eine Menge Nachrichten. Aber bevor es der Nachtfalke ist? Hey, wo kommen Sie denn her? Der Nachtfalke ist sowas wie eine Institution hier in der Gegend. Den kennt doch jeder. Keiner weiß, wer er ist und von wo er sendet. Aber sein Programm ist das meistgehörte in der ganzen Gegend. Wirklich? Aha. Also Leute, wer eine Nachricht hat oder eine Frage, ruft mich an. Der Nachtfalke ist immer für euch da. Wirklich immer. Und hierfür Susie mit den blauen Augen von George. Ein altes Lied zur Erinnerung an alte Zeiten. Meinen Glückwunsch, Susie. Ich weiß, du hast immer fantastische Apfeltorten gemacht. Und ich wette, meine Kleine, wenn George irgendwann mal 74 ist, wird er immer noch verrückt nach dir sein. Hier ist der Nachtfalke, mein Freund. Kann ich irgendwas für dich tun? Ja, vielleicht. Ich habe eine fantastische Geschichte für dich. Geht's um ein Mädchen? Nein, das, was ich dir zu erzählen habe, ist eine Geschichte aus der Welt, wie sie wirklich ist. Klingt gut. Ein Indianer. Ein tapferer Junge. Er läuft Gefahr, von der Polizei ermordet zu werden. Er ist irgendwo auf dem Hügel des Raben. Okay, ich hoffe nur, dass ich mir in deiner Geschichte nicht den Schnabel verbrenne. Ich werde sehen, was ich machen kann. Irgendwas wird mir einfallen. Aber das nächste Mal, wenn du mich anrufst, dann wünsch dir ein hübsches Lied für ein Mädchen, ja? Okay, werde ich machen, wenn die Zeiten etwas ruhiger sind. Also dann. Ich danke dir im Voraus. Ist doch klar. Okay. Ach ja, Nachtfalke, vielleicht können wir irgendwann mal zusammen eine Runde fliegen. Soll mir recht sein. Also dann mach's gut. Und danke. Alles klar. Was macht das? Das war aufs Haus. Ich find's gut, dass Sie sich für den Jungen einsetzen. Nimmst du deinen Männern an den Hügel hier, okay? So können wir ihm jeden Fluchtweg abschneiden. Machen wir, Bill. Wirklich kaum zu glauben, dass dieser ganze Aufstand wegen eines alten, verschissenen Indianerfriedhofs losgegangen ist. Ja. Meine Freunde, ich werde euch heute ein bisschen weniger Musik bringen und dafür ein paar Neuigkeiten von Thunder, dem tapferen Navajo-Krieger. Es scheint, als wäre ein Kriegshäuptling dieser alten Indianernation auferstanden, um alle Unterdrückten seines Volkes zu rächen. Inzwischen sind über 200 Polizisten und Freiwillige unter Leitung von Sheriff Cook hinter ihm. Ich hab richtig gehört, 200. Und nach allem, was man so hört, scheinen sich die Enkel von General Custer eine ganze Reihe von Backpfeifen einzuhandeln. Auf jeden Fall machen sie keine gute Figur. Und die größte Schnapsnase von allen scheint ja der Vize-Sheriff Barry Hanson zu sein. Mistkerl, halt deine verdammte Fresse! Ich baldige Genesung wünschen, denn ohne ihn gäbe es in der Stadt gar nichts mehr zu lachen. Er ist wirklich ein köstlicher Spaßvogel. Mary! Wo zum Teufel steckst du? Stell endlich dieses verfluchte Radio ab! Hey, hast du gehört? Da bist du ja. Haben Sie ihn geschnappt? Nein, noch nicht. Und wenn Sie ihn lebend schnappen, dann wird es ihm sicher gelingen, einen Richter zu finden, der ihn nach 2 Monaten wieder rauslässt. Du hast recht. Und wir kommen womöglich noch in die Scheiße. Nur weil wir nicht zulassen wollten, dass uns diese verdammte, dreckige Rothaut auf der Nase rumtanzt. Wir sollten uns was einfallen lassen. Es wäre doch wirklich idiotisch, wenn der irgendwann... Naja, es könnte doch sein, dass er mal vor dir steht und dir irgendwas von seinem Friedhof erzählt. Dann bist du dran. Deshalb reden wir ja jetzt. Ich traue dem Sheriff in der Sache nicht über den Weg. Ich weiß doch genau, worum es dem geht. Dem geht's um die nächsten Wahlen, das ist alles. Der will aus allem sauber raus. Und wenn jetzt noch dieser scheiß Falke da anfängt und hier irgendwelche Fernsehjournalisten durch die Gegend rennen, dann können wir einpacken. Der Sheriff haut sofort den Rückwärtsgang rein. Und was hast du dir überlegt? Unsere roten Brüder sind stolze Männer, verstehst du? Wenn man sie provoziert, erregen sie sich leicht. Ich wette, er wird uns eine Möglichkeit geben, ihn für immer zu beseitigen. Und zwar ohne, dass uns jemand was Übles nachreden kann. Ja, ich schätze, es wird uns schon was einfallen, das unseren roten Freund wütend macht. Er wird durchdrehen. Okay. Du wirst die Sache für mich starten. Also mach, was du willst, aber mach es richtig. Aber hinterher habe ich von nichts gewusst. Wenn es schief läuft, kannst du auf mich nicht zählen, damit du gleich klar siehst. Und du nicht auf mich. Aber es wird nicht schief laufen. Er ist so gut wie tot. Also, was wartest du noch? Mach dich auf die Socken. Sonst könnte es noch passieren, dass wir unseren roten Freund in den Nachrichten als gefeierten Nationalhelden im Weißen Haus zu sehen kriegen. Das wäre doch echt beschissen. Alles klar? Das fehlte uns gerade noch. Also mach dir keine Sorgen, ich erledige das. Genau das, was wir brauchen. Wenn wir ihn mit dem Ding vollpumpen, bleibt nichts von ihm übrig. Hey, Junge, ich werd verrückt. Wo hast du denn das Spielzeug her? Das ist noch gar nichts. Sieh dir mal an, was ich hier habe. Wenn er davon eine Ladung abkriegt, gibt's nichts mehr zu begraben. Ich will auch nicht, dass irgendwas von ihm begraben wird. Okay, es geht los. Nun mach schon, Jim. Der wird sich wundern. Das ist alles Barrys Schuld. Wenn der nicht immer gleich verrückt spielen würde, hätte es keine Schwierigkeiten mit dem Jungen gegeben. Ja, wirklich? Meinst du? Na klar, also mich stinkt der Blödsinn ja sowieso an. Ich hau gleich ins Sack und fahr zurück. Heute spielen die Raiders. Ich will das Spiel nicht wegen so einer Scheiße verpassen. Einen Ton und du bist eine Leiche. Ich habe eine Nachricht für deinen Sheriff. Es ist jetzt 10 Uhr und wir haben Dienstag. Was für ein wunderbarer Tag, um frei über die Prärie zu reiten. Was meint ihr? Und hier ist wieder euer Nachtfalke. Und er wird euch wie immer Gesellschaft leisten, bis der letzte Kojote den Mond anheult und die Sonne aufgeht. Und dem Jungen da draußen sage ich, bleib hart, du hast eine Menge Freunde in diesem Land. Jeder, der versteht, worum du kämpfst, denkt an dich. Und die Hoffnungen aller, die sich unterdrückt fühlen, sind mit dir. Denn nichts ist wertvoller für uns als die Ideale der Freiheit und der Gerechtigkeit. Ich kenne dich nicht, mein Junge. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht einmal, ob du mich in diesem Augenblick hören kannst. Aber ich möchte, dass du weißt, dass das, was ich hier ausspreche, nicht nur meine persönliche Meinung ist. Nein, es ist vielmehr der Ausdruck von vielen Dutzenden von Anrufen, von Menschen, die ihr Mitgefühl ausdrücken. Du hättest es hören müssen. Diese Begeisterung, dieses Helfen wollen. Von Jungen und Alten. Nicht nur von Männern, auch von Frauen. Weiße und Schwarze, aus allen Schichten. Sie alle sind bei dir. Und sie alle wollen dir heute Nacht das eine sagen. Lass dich nicht unterkriegen. Ja, nun mach schon, mach schon, mach schon. Ja, fantastisch gespielt, was? Noch so ein Ding und sie schaffen es. Ein Riesenspiel, was, Jungs? Ja! Sheriff, eben hat einer der Piloten durchgegeben, dass er auf dem Westhang des Hügels eine Bewegung gesehen hat. Ach, lass mich zufrieden, nicht jetzt. Warte mal. Oh, verflucht, die kommen durch. Joe! Was ist denn? Was ist denn mit dir los, sag mal, hä? So etwas gibt's doch gar nicht. Du hast ihn an der Hose gelassen. Du redst schon! Dieser Dreckskerl, er hat mich erwischt. Er hat gesagt, dass er das Kriegsbeil nicht eingraben will. Wenn wir nicht von dem Hügel runtergingen, wird's uns genauso ergehen wie damals General Custer. Hat er noch was gesagt? Ja, dass wir nicht glauben sollen, dass er nicht in der Lage ist, uns allen unsere Skalps runterzuschneiden. Sheriff, ich glaube, der Junge meint es verdammt ernst. Ja, aber nicht mehr lange. Geh du volltanken. Die Schlüssel. Gib mir die Schlüssel. Worauf wartest du? Heb sie auf. Mach schon runter mit dir. Wo ist er? Jetzt hör mal gut zu. Wir wollen wissen, wo Thunder ist. Ich bin sicher, du weißt, wo er ist. Wir wissen, dass er sich irgendwo in den Hügeln rumtreibt, auf so einem scheiß Friedhof. Also? Du wirst jetzt sagen, wo er steckt. Dann passiert dir auch nichts. Ich hoffe, dass du das kapierst. So, schmeiß ihn in den Jeep. Thunder, du hast keine Chance. Komm raus, ergib dich. Thunder, komm mit erhobenen Händen aus deinem Versteck. Du hast keine Chance zu entkommen. Du hast keine Chance zu entkommen. Okay, das wär's. Raus mit dir. Du mach schon, mach schon. Jock, du schnappst dir die Waffen. Okay. Was ist denn? Will unsere Kleine nicht laufen? Nein? ASU to victory, 23-10. Komm, lass uns runtergehen, wir finden den Kerl sowieso nicht. With Stanford in front, 17-14, with only 49 ticks left on the clock. That set the stage for one of the greatest finishes in ASU football history. Du kennst sie nicht, diese Indianer. Die machen den Mund nicht auf. Lass den alten Jock mal machen. Wir müssen sie zum Schreien bringen. Er wird rauskommen, wenn er das hört. Hast du das gehört, meine kleine rote Schönheit? Los, schrei! Du sollst schreien! Lass das, Jock, du hast davon keine Ahnung. Auf die Erde mit dir! Und jetzt, Kleine, jetzt zeige ich dir, was ein Weißer mit seinem Schwanz kann. Sheila. Du wirst den weißen Männern zeigen, wie ein indianischer Krieger kämpft. Da drüben ist der! Los! Sheriff, Sie haben ihn gefunden. Er kommt in unsere Richtung. Was war das eben für eine Explosion, ne? Das ist der große Donner, der jetzt kommt. Ah? Es wird bitter für Sie. Ich schätze, Sie haben dagegen keine Chance, Sheriff. Gegen diese Wirbelstürme hilft nichts. Glauben Sie, ja? Vorn läuft er! Stehen bleiben! Ich rufe A6. A6! Ja, was ist? Ein Hubschrauber meldet, dass Thunder eine Bazooka erbeutet hat. Was sagen Sie, eine Bazooka? Woher hat der verdammte Kerl eine Bazooka? In Deckung! Alles in Deckung! Hier rüber! Was macht schon? Thunder, ganz Arizona ist in Sorge um dich. Wir fürchten um dein Leben. Bis jetzt hast du außer deinem Mut auch verdammt viel Glück gehabt. Aber ich muss dir sagen, mein Junge, dass jetzt vielleicht der Augenblick da ist, wo du aufhören solltest. Du darfst die Sache nicht überziehen. Du darfst dich nicht ins Unrecht setzen. Sehr viele Menschen glauben an dich, aber du darfst sie nicht enttäuschen, indem du selbst Unrecht begehst. Gewalt erzeugt Gegengewalt und so wird es immer sein, bis niemand mehr übrig ist, der irgendjemandem erzählen kann, warum das alles angefangen hat. Warum sieht es denn so aus in dieser Scheißwelt? Warum können wir uns nicht in die Augen sehen und wie vernünftige Menschen darüber sprechen? Ich weiß, du bist ein guter Junge. Hör auf, damit du kein böser Junge bist. Es gibt schon zu viel Blutvergießen auf dieser Welt. Wir brauchen nicht mehr davon. Achtung, hier Hubschrauber 1. Er fährt mit einem Bulldozer auf die Stadt zu. Ich wiederhole, er fährt in Richtung Stadt. Auch das noch. Okay, Hubschrauber 1. Sie werden mich hier sofort abholen, verstanden? An alle Einheiten, Achtung, hier spricht Hubschrauber 1. Ich will euch jetzt mal was erzählen. Und ihr werdet mir gut zuhören. Ich finde, bis jetzt haben wir alle uns hübsch amüsiert. Jetzt wird es aber langsam verdammt heiß über unseren Hüten. Es ist mir völlig egal, wie ihr das macht, aber ich will diesen Kerl haben. Er darf nicht in die Stadt kommen. Es darf nicht mal eine Maus in die Stadt kommen. Jeder ist verantwortlich. Ihr habt mich verstanden. Ende. Los, Fahrrad. Schießt ab! Raus! Er hat Sperre 1 durchbrochen. Unglaublich. Ja, das ist er. Erst auf Befehl schießen. Ihr deckt mir den Rücken. Ich versuch's erstmal allein. Ich helfe dir dabei, rauszukommen, okay? Ich bin dir was schuldig, weißt du? Achtung, Achtung! Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus! da drin? Ja, Sheriff. Da, wo es brennt. Wir haben das Gebäude umstellt. Sie haben keine Chance. Kommen Sie heraus. Alle bleiben, wo sie sind. Keiner darf zu nahe kommen, ist das klar? Zurück da. Wo ist er? Ich schätze, er ist irgendwo im Feuer. Scheiße, mein Junge, ich will es ganz genau wissen. Ich habe 3 harte Tage hinter mir und ich bin verdammt müde. Also, ich habe dich was gefragt. Wo ist der dreckige Indianer? Er ist da drin, Sheriff. Komm her. Ich kann da drin leider nichts sehen. Und wenn ich da drin nichts sehen kann, Kleiner, dann kannst du auch nichts sehen. Ich brauche keinen toten Helden. Ah, okay. Wenn Sie es sagen, Sheriff. Ah, genau, ich sage es. Haben Sie eine Erklärung abzugeben, Sheriff? Er ist uns entkommen, leider. Aber wir werden ihn irgendwann kriegen. So, so. Der Spaß ist zu Ende. Gut gemacht, Junge. Danke. Hör mal mit der Leiter her. Thunder, stehen bleiben, du bist tot. Du kannst sie nicht töten, das kann keiner.